Und das Ganze hat ein Dubois-Desprats-Aufsatz. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht's um meine letzte Version der Hanhard Uhren Reviews. Ich habe eine Uhr, die mal kein Chrono ist und möchte sie euch sehr gerne zeigen. Es handelt sich hierbei um die Hanhard Preventor 9 Schwarz, so wie sie hier liegt. Ich ziehe mir noch kurz die Handschuhe an und dann geht's auch schon im Detail los. Die Hanhard Preventor ist aus mehreren Gesichtspunkten eine etwas außergewöhnliche Hanhard. Bevor wir auf diese Details angehen, ein paar nackte Zahlen und Fakten. Die Uhr kostet, wie hier gezeigt, am Leder 1040 Euro und am Stahlband 1240 Euro. Ich habe es nicht für alle Uhren verifiziert, aber bei allen, bei denen ich es mir angeschaut habe, kostet das Stahlband übrigens genau 200 Euro mehr als die Lederband-Variante. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, hat eine Bauhöhe von 12,15 mm, ist einfach antireflektionsbeschichtet, ist bis 10 bar wasserdicht und hat einen Bandanstoß von 20 mm. Der Boden ist verschraubt und, wie ihr sehen könnt, auch entsprechend schön verziert mit dem alten, geschwungenen Hanhard-Logo, was mir wirklich sehr gut gefällt. Verbaut ist ein Automatikwerk. Hanhard bezeichnet es als HAN4112. Es handelt sich hierbei bei dem Basiswerk um ein Sellita SW200 und das Ganze hat ein Dubois-Desprats-Aufsatz, sodass die kleine Sekunde auf die 9 Uhr Position verlegt wurde. Die Krone ist groß, griffig und unverschraubt und im Gegensatz zu vielen anderen Uhren hat die Uhr keine Drehlünette und keine kannelierte Lünette, sondern eine glatte Lünette, die aber, wie ihr sehen könnt, leicht nach innen gewölbt ist. Ihr könnt das hier am Radius ganz gut sehen. Leicht nach innen gewölbt die Lünette, was bei der Draufsicht sehr interessante und ungewöhnliche Lichtreflexionen hervorruft. Die Zeigerform gefällt mir sehr gut. Ich mag diese Zeiger. Sie wirken etwas aus der Zeit gefallen. Nicht so modern wie gerade Stabzeiger oder andere. Ich finde aber, es passt hervorragend zu der Marke Hanhard und es passt auch hervorragend zu dieser Uhr. Mit einem Saphirglas entspiegelt 100 Meter Wasserdichtigkeit, gut tragbarer Größe und vor allen Dingen auch hervorragender Ablesbarkeit, ist das eine Uhr, die sich ganz bestimmt sehr gut im Alltag tragen lässt. Apropos tragen lassen, schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem Handgelenk von gut 17 cm sitzt. Packen wir die Uhr mal an den Arm und schauen, wie sie an meinem Arm sitzt. Eine sehr schöne Uhr, wirklich toll gemacht, trägt sich sehr gut und ist dadurch, dass sie kleiner wirkt, auch für kleinere Arme oder vielleicht sogar Frauen sehr gut tragbar. Dadurch, dass die Uhr aber insgesamt nicht so klein ist, das heißt, die wirkliche Gehäusemaße sind größer, dürfte sie auch an etwas größeren Armen nicht verloren wirken. Sehr schön gemacht, finde ich sehr praktisch. Ich mag übrigens auch sehr die auf die Gehäuse abgestimmten Nieten der Hanhard. Wir haben hier ein Gehäuse, was gebürstete und polierte Flächen im Wechsel zeigt, sodass wir
wunderschöne Lichtspiele auf dem Gehäuse haben. Und die Niete, die ist nicht ganz so stark gebürstet wie das Gehäuse, zumindest ist das mein Eindruck. Sie ist aber auch nicht poliert, das heißt, sie hat eine Lichtreflexion, die nach meiner Wahrnehmung ziemlich genau in der Mitte zwischen dem satinierten und dem polierten Teilen des Gehäuses liegt. Das finde ich sehr schön und sehr interessant gemacht. Was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich warten, bis wir den Zeiger auf der 12 Uhr Position haben. Da haben wir ihn. Und da wir kein Datum an der Uhr haben, brauche ich auch nur die Zeiger auf die 12 zu drehen, denn einen Datumseingriff in dem Sinne wird es nicht geben. So, und auf die 12. Und ich glaube, besser kann man Zeiger nicht setzen. Ein absoluter Volltreffer. Der Stundenzeiger schaut wirklich ganz exakt zu beiden Seiten gleich weit heraus. Richtig super gemacht. Da gibt es aber auch mal gerade gar nichts zu bemäkeln oder zu meckern. Was mir aufgefallen ist und was ich sehr schön finde, Hanhard hat hier ein richtig dickes, fettes Lederband verbaut, aber wirklich richtig fett. Ich mag auch die dünneren, weicheren Bänder von Hanhard. Das hier ist richtig fett, wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie sich das Band an kleineren Handgelenken verhält. Durch die Niete hier im Bereich, wo bei mir das Band sich eigentlich biegen müsste, kann es sein, dass es etwas steifer ist und dann am Arm sich der Rundung meines Handgelenks, ich kann euch das auch mal zeigen, genau da, wo sich das Band biegen müsste bei mir im Handgelenk, hier an der Stelle sitzt die Niete und versteift das Ganze etwas. Das heißt, so schön ich die Optik des genieteten Bandes finde, so groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Band tauschen muss, weil diese Variante an meinem Handgelenk speziell vielleicht nicht so gut funktioniert. Die Präventur gibt es auch noch in unterschiedlichen Varianten, unterschiedlichen Farbvarianten. Ich blende euch ein paar Bilder davon ein, während ich die Uhr euch hier zeige. Es ist für mich in eine typische Hanhard, was die Gestaltung der Uhr, die Zeiger und auch die Schriftgebung betrifft. Es ist für mich aber auch eine untypische Hanhard, was die Lünette betrifft. Irgendwie verbinde ich mit der Pioneer-Serie von Hanhard doch immer die kannelierte Lünette und keine glatte Lünette. Das ist aber weder gut noch schlecht. Es ist einfach anders und das ist eine Uhr, die für mich in meiner Wahrnehmung etwas aus dem typischen Hanhard-Design herausfällt und trotzdem ganz unverkennbar als Hanhard-Uhr zu erkennen ist. Und das finde ich alleine schon sehr interessant und sehr bemerkenswert. Jetzt zeige ich euch die Uhr noch bei Nacht und dann kommt mein Fazit. Da kann man mal sehen, wie viel Leuchtmasse auf die Zeiger passt. Ich habe an der Kameraeinstellung nichts verändert, das heißt, ich filme mit der gleichen Blende, der gleichen ISO-Einstellung wie auch bei Volllicht. Und ihr könnt auch hier an den Gehäusereflexionen sehen, dass es nicht ganz dunkel ist, dass ich eine Art Dämmerlicht habe. Und trotzdem ist die Uhr gut ablesbar. Das hält ganz sicher die ganze Nacht durch. Ja, die Hanhard Präventor Schwarz mit 40 mm Durchmesser ist eine Uhr, die ich mir persönlich ausgesprochen gut bei einem Einuhrenträger vorstellen kann, der eine gute, robuste, gut ablesbare Uhr für jeden Tag haben möchte, mit der er alles machen gehen kann, mit der er im Pool schwimmen gehen kann, die auch mal etwas aushält, wenn es aufs Glas kommt, mit dem Saphirglas, die nicht zu groß, nicht zu klein ist, die zudem auch noch sehr genau geht. Gut gesetzte Zeiger, prima Service, namhafter Hersteller und das Ganze für einen Preis, der nicht exorbitant aus dem Rahmen fällt mit 1040 Euro. Für mich ist das wirklich die ideale Uhr für jemanden, der eine Uhr für immer sucht. Der kann hier fündig werden und ich glaube auch sehr glücklich werden.
Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf mein nächstes Video. Tschüss, euer Axel.